Als nächster am Wort ist Konrad Anthony von der SPÖ. Präsidentin, geschätzte Damen und Herren auf der Regierungsbank, Hohes Haus. Ja, die Tagesordnungspunkte, die jetzt in wenigen Minuten zur Beschlussfassung gelangen, sollten uns wahrlich große Sorge bereiten, weil ja auch diese Regierung die Meinung vertritt, dass unsere gut ausgebildete und professionell arbeitende Polizei nicht mehr alleine in der Lage ist, die Sicherheit in unserem Land zu gewährleisten. Und darum sollen ja auch sogenannte Sicherheitsforen jetzt installiert werden. Damit werden Bürgerinnen und Bürger, die sich freiwillig melden können, Teil der Sicherheitsforen sein. Sie werden dann die Menschen in unserer Umgebung, sie werden den Nachbarn beobachten, ob ihnen etwas nicht geheuer vorkommt. Und das alles natürlich unter dem Aspekt der Sicherheit. Geschätzte Damen und Herren, im Auftrag der Sicherheit und der Gesellschaft werden dann diese Menschen schauen, was ist verdächtig. Und jetzt stelle ich mir grundsätzlich die Frage, was ist jetzt wirklich verdächtig in Zukunft? Ist es verdächtig in Zukunft, wenn jemand jeden Tag zur gleichen Uhrzeit das Fenster öffnet und das Geschehen auf der Straße beobachtet? Ist das verdächtig? Ist es in Zukunft verdächtig, wenn eine Person, bevor sie frühmorgens zur Arbeit geht und von 4 bis 6 die E-Mails am PC bearbeitet und das Licht aufdreht, ist das verdächtig? Wir wissen es nicht. Aber wenn es für den Beobachter, wenn es für die Beobachterin verdächtig ist, dann wird das an das Sicherheitsforum, das im Innenministerium angesiedelt ist, weitergemeldet. Und dann kann ohne Verdachtsmoment eine Maschinerie instand gesetzt werden, was eigentlich für mich eine menschliche Katastrophe ist. Und damit, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ist sich niemand mehr sicher, wer wann wo vielleicht Teil des Sicherheitsforums ist. Und so muss ich wirklich die geschätzten Damen und Herren der Regierungsparteien fragen, werden diese Beobachterinnen, werden diese Beobachter deklariert? Steht dann in Zukunft am Türschild, Achtung, hier wohnt eine Beobachterin, hier wohnt ein Beobachter des Sicherheitsforums. Können Sie das garantieren? Weil wenn Sie nämlich das nicht garantieren können, dann ist es ja noch eine viel, viel größere Katastrophe, weil dann würde es an jene Zeit erinnern, wo wir alle schon der Meinung sind, das ist längst Vergangenheit, diese Zeit ist Geschichte. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, erinnert Sie nicht dieses System auch daran, an das sogenannte Blockwartsystem im Dritten Reich? Meine sehr geschätzten Damen und Herren, mit Vertrauen der Menschen spielt man wirklich nicht. Vertrauen in die Menschen, die um uns leben, ist eigentlich die grundsätzliche Voraussetzung für sozialen Frieden. Und mit diesem Gesetz gefährden Sie den sozialen Frieden in diesem Land. Und ich möchte Ihnen nur mitgeben, alle Menschen in diesem Land haben ein Grundrecht auf Privatsphäre. Und daher nein zu diesem Überwachungspaket. Danke. Konrad Anthony von der SPÖ fühlt sich mit dem Sicherheitspaket ans Blockwartsystem des Dritten Reichs erinnert.